Wunderkinder fallen nicht vom Himmel. Sie werden ausgebildet, sie haben Lehrer, wie der erst 15-jährige Geiger Daniel Osakowitsch aus Stockholm, der bereits Konzerte gibt und Plattenaufnahmen macht, aber trotzdem alle 2 Wochen nach Karlsruhe fliegt, zum Unterricht an der Musikhochschule bei seinem Lehrer, Professor Josef Rissin. So schreibt Eleonore Bühning voller Begeisterung in der Frankfurter Allgemeinen nach unserem 3-tägigen Festival Rising Stars. Hier traten auf und präsentierten sich die Besten der Musikhochschulen Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart, junge, hochbegabte und herausragende Alumni wie die Chinesin Tianhua Yang, dieser leuchtende Stern am Geigenhimmel. Tianhua erfuhr an unserer Hochschule ihre Ausbildung. Vor kurzem erst wurde sie mit dem Echo Klassik ausgezeichnet. Sie ist auf dem besten Weg zum Weltstar. Dass in diesem Jahr deutlich mehr Medienvertreter, Manager und Intendanten der Einladung nach Karlsruhe gefolgt sind, freut mich sehr. Denn das bedeutet bessere Chancen für unsere Rising Stars. Und Professor Josef Rissin, der als Künstler wie als Pädagoge auf höchstem internationalen Niveau agiert, ist der Eugen-Werner-Felte-Preisträger 2016 unserer Hochschule. Mit dieser Auszeichnung werden wir am Jahresende Josef Rissin ehren und ihm danken. Denn mit Maria Elisabeth Lott, Albrecht Breuninger, Sergej Kschatrian, Daniel Osakowitsch hat er Violinisten ausgebildet, denen allen heute große internationale Ausstrahlung eignet. Und solch große Pädagogen prägen ganz entscheidend das Renommee einer Musikhochschule, unserer Hochschule für Musik Karlsruhe. Zu einer erfolgreichen musikalischen Ausbildung gehört so vieles. Zum einen ein breit aufgestelltes Ausbildungsangebot, denn nur aus der Breite wächst die Spitze. Zum anderen bewusste Elitenförderung, denn durch Leitsterne werden viele motiviert zur ganz eigenen Beschäftigung mit Musik. Auch, und dies sei ganz entschieden gesagt, müssen unsere Studierenden bereits heute für ihr Publikum von morgen arbeiten. Viel zu häufig wird dieser Aspekt bislang unterschätzt oder leichtfertig abgetan. Doch soll der Erfolg gelingen, so ist neben künstlerischer Exzellenz auch gesellschaftliche Vernetzung und Zusammenarbeit gefordert. Dies gilt nicht nur für die jungen Künstler, sondern auch und gerade für die Hochschulen. Wir in Karlsruhe tun unser Bestes, um für unsere Studierenden in die Stadt, in die Region und darüber hinaus zu wirken. Benennen kann ich hier unsere stetig wachsende Zusammenarbeit mit Schulen. Benennen kann ich das jährliche Kindermusikfest am Muttertag, das rund 3000 Kinder und Familienangehörige zu uns auf Campus One bringt. Benennen kann ich die großartigen musikpädagogischen Projekte Erlebnis Musik, auch Music to Go, jenes von vielen aus nah und fern gesuchte Event mit unserer Musik auf Straßen und Plätzen in der Innenstadt. Ein einmaliges, ein einzigartiges Projekt ist zudem das Kooperationsnetzwerk um unser Musikmobil, das heißt den tollen Bus und die pädagogisch betreuten Fahrten, mit denen wir Kinder und Jugendliche dorthin bringen, wo die Musik spielt. Die Hochschule für Musik Karlsruhe bietet vieles, was nicht selbstverständlich ist. Thomas Hampson, dieser amerikanische Bariton, international gefeierter Weltstar, er ist unserer Hochschule eng verbunden. Zu Beginn des Sommersemesters kommen zu uns die große Altistin Christa Ludwig und der Tenor Peter Schreier. Sie werden Meisterklassen geben und beide stehen für eine unwiederbringliche Tradition. Und im Herbst werden wir die unvergessliche spanische Mezzosopranistin Teresa Berganza bei uns begrüßen können. Übrigens, diese Meisterklassen mit großen Interpreten werden ermöglicht durch die Karlsruher Riemschneider Stiftung,
der unsere Hochschule vielfältige Förderung verdankt. Künftig soll es einen Solistenstudiengang Oper geben, einen dritten Zyklus in großer künstlerischer Freiheit gestaltet und mit besonderer, mit ganz persönlicher Betreuung. Auch wird man bald einen Bachelor Musiktheaterregie in Karlsruhe studieren können. Im Rahmen des Landeszentrums für Musikjournalismus und Musikinformatik wird künftig ein neuer Professor der Kognitionswissenschaften auch darüber forschen, arbeiten und lehren, was im Kopf passiert, wenn wir Mozart hören. Und unsere berufsbezogene Orchesterausbildung wird demnächst durch einen neuen Professor für Violine verstärkt werden. Ich habe jetzt nur einige wenige Beispiele dafür genannt, dass wir ohne Nachlassen darum bemüht sind, unser Ausbildungsangebot noch reicher, noch umfassender zu gestalten, im Interesse aller Studierenden, die sich uns anvertrauen. Und das wollen viele. Gerade beginnen die Aufnahmeprüfungen zum kommenden Sommersemester. Und wieder einmal stehen uns rund 1000 Bewerberinnen und Bewerber zu einer persönlichen Vorstellung ins Haus. Wir werden wieder schwierige Entscheidungen treffen müssen, denn nicht einmal 100 von den 1000 können wir aufnehmen. Die Gesamtstudierendenzahl von maximal 640 ist vom Wissenschaftsministerium gesetzt. Wir dürfen diese Zahl nicht überschreiten. Und nach den Aufnahmeprüfungen kommen die wohlverdienten Semesterferien. Ich gönne sie allen, die nicht durcharbeiten müssen wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rektorat und in der Verwaltung. Denn hier bereiten wir gemeinsam die Reakkreditierung all unserer Studiengänge vor. Ein enormer Kraftakt, aber auch dies im Interesse unserer Studierenden. Denn die erfolgreiche Akkreditierung bestätigt die Studierbarkeit unseres Lehrangebotes, sichert die Anerkennung der Prüfungsabschlüsse. Also, ich bin froh, die Hochschule für Musik Karlsruhe ist für die Zukunft in bester Weise vorbereitet und aufgestellt. Ich grüße Sie alle und danke Ihnen, dass Ihr Interesse unserer Hochschule gilt, der Hochschule für Musik Karlsruhe.